Einen wundervollen, schönen guten Tag, liebe Phobiker. Willkommen zurück bei Phobia, St. Dinfner Hotel. So, jetzt sind wir noch in Zimmer 300 und gehen jetzt mal ein paar Schritte weiter. Ich hoffe nur, dass wir nicht wieder von diesen Viechern angefallen werden. Das war letztes Mal schon echt übel. Ich meine, jetzt nicht so krassen Schaden, aber wenn jetzt einer nach dem anderen halt kommt, bin ich dann auch irgendwann tot. Zwei Upgrade-Punkte habe ich. Dafür kann ich mir aktuell leider nichts leisten, aber ich wollte gerade sagen, vielleicht finde ich ja noch welche. Na, ist schon direkt der nächste. So, vielleicht ein bisschen Munition, das wäre ganz cool. Na, wer sagt's denn? Zwei Kugeln. Hier wird Survival Horror noch groß geschrieben. Kriegst Munition, aber fast. Fast kaum nennenswerte Menge. Plus. Die Gegner halten wesentlich mehr aus, als sie sollten. Steht halt nicht im Verhältnis zu dem, was wir an Kugeln bekommen. Okay, nehme ich. Nehme ich auch. Ah, geladen ist sie schon. Perfekt. Okay. Etwas. Bigger? Soll das irgendwie eine Umschreibung für das Wort bigger sein? B166ER. Wiederholt sich nicht, ist nicht lang. Hat die gleiche Anzahl Buchstaben wie die, die in Tipp 1 entfernt wurden. Hat keinen Buchstaben E, beginnt mit einem Konsonanten. Pedro, André, Dome, Felipe, Matthäus, Bartolomeo, Iago, Judas, Diamo, Simao, Iago, Joao, Judas. Lass mich raten, ich muss den Namen hier eingeben. Und sind rote Schuhe. Interessant. Ja, zuvor gucken wir nochmal uns hier um. Sammeln erstmal alles ein. Alter, jetzt wäre ich. Jetzt war gerade wäre ich echt mit Munition zugeschmissen. Damit hätte ich nicht gerechnet. Aber ich nehme es, klar. Schwör mich nicht. Nicht gut. Gerne noch mehr davon. Okay, der Rest. Der Rest ist zu, oder? Nichts Nennenswertes drin. Liegen Maschinengewehrkugeln in der Badewanne. Genau. Ein Rasiermesser. Na gut, wir müssen jetzt erstmal das Rätsel hier lösen. So. Halt. Wiederholt sich nicht, okay. Ist nicht lang. Das ist nicht lang. Man kann auch seinen vier Buchstaben. Sind vielleicht vier Buchstaben. Hat die gleiche Anzahl Buchstaben wie die, die in Tipp 1 entfernt wurden. Hat keinen Buchstaben E. Kein Buchstaben E. Okay, also käme nur in Frage. Schreibt mir mal auf, welche Namen kein E haben. Iago hätten wir da. Imao. Iago wiederholt sich, kann ich mal streichen, okay. Oder auch. Joao. Judas wiederholt sich auch, Thiago wiederholt sich. Philippe hat dann E. Der alt. Meisten Namen haben wir ein E drin. Also kann es eigentlich nur Imao oder Joao sein. Müssen aber fünf Buchstaben sein, nur das passt in Joao nicht. Das heißt, Simao muss es sein.
Countdown nur noch. Fertig. So. Metallstück. Eigenartige. Da leuchtet was auf, seht ihr das? Das ist der Schlüssel zu 709. Ja? Ihr seht es ja auch. 404. Alles klar. Was sagt er denn zu dem Gegenstand? Ich habe diese Form schon irgendwo im Hotel gesehen. Guck mal, es blinkt vor allem 709 auf. Alright. So, wo ist denn Zimmer 404? Ich meine, den Schlüssel habe ich zwar, aber... Ich sehe doch da hinten schon irgendwas. Natürlich du schon wieder. Warum läuft mein Charakter eigentlich so langsam? Warum kann ich nicht hier rein? Was zum Teufel? Der hat mir den Weg frei gemacht, ich hinterfrag das nicht. Wir sind im ersten Stock. Scheiße, der ist auch noch da. Komm, mach auf. Shit. Ich bring dich jetzt um, einfach weil du nervst. Er lebt noch. Boah, das war gut. Hier kann ich ihn so ein bisschen hier rumlocken. Er hat ja eine ganz normale KI wie alle anderen Gegner auch. Der Aufzug ist da, hoffentlich. Mach auf. Bitte, 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 bitte. Egal wohin. Verfolgt ihr mich jetzt so Nemesis-mäßig? Hier ist mal in den dritten Stock, das ist mein Safe Place. Weil der kann ich speichern. Oh mein Gott, es leckt mich am Arsch. Gut, die brauche ich aktuell nicht. Zimmer 404 ist garantiert die Waffe. Aber wie komme ich in den vierten Stock? Ist alles zu, ne? Ich müsste ja theoretisch eher hoch. Warum kann das Mädchen mir nicht den Gang hier frei machen zum vierten Stock? Tja, ich könnte nochmal hoch natürlich in den fünften Stock und dann runterlaufen, wenn das irgendwie geht. Ich weiß gar nicht mehr, ob das ging. Ah, ich habe vergessen zu speichern, ich Vollidiot. Aber ich glaube, im fünften Stock war eine Möglichkeit zu speichern. Also einfach raus und rechts. Ja, man hört's schon. Hier. Ich werde ja nicht einfach so weiterlaufen, ohne ja nochmal gespeichert zu haben. Nee. Es gibt keine Möglichkeit, in den vierten Stock zu kommen. Vom dritten aus geht's nicht und vom fünften auch nicht. Ah, macht nichts. Ich habe gespeichert, wir haben den Schlüssel für 709. Wir gehen jetzt erstmal in Zimmer 709 und gucken erstmal, was wir da finden. Vielleicht finden wir da ja den Knopf für den vierten Stock. Meine taucht der Kerl hier auch auf. Aber irgendwie finde ich es sehr charming und irgendwie sehr cool, dass wir einen Verfolger haben. Hört doch irgendwas. Nicht wieder die kleinen Viecher. Habe ich ja keine Munition mehr. Die Pistole. Ich hätte einfach gerne das Maschinengewehr. Da muss ich mich mit denen nicht... Ah ja, genau. Ich hätte gerne eine Nahkampfwaffe, das wäre irgendwie geil. Ich will halt nicht, dass der mich anspringt. Jetzt hängt der in der Luft fest. Seht ihr das? Das ist ein Henkel. War so klar, ey. Kommt der andere gleich auch noch. Einfach reingehen. What?
denn da? Eine Kette. Ich habe noch gerade irgendwie 2 Schuss Pistolenmunition. Oder ein Schuss reicht auch, um dieses Vieh noch zu töten. Dann bin ich zufrieden. Hier in dem Zimmer ist halt gar nichts. Und der ganze Eck, um nach Zimmer 701 zu kommen, und dann ist es leer. Aber hoffentlich ist hier irgendwas verborgen, was uns weiterhilft. Sieht auch mal schon mal komplett anders aus. Kann aber trotzdem die Tür nicht öffnen. Wie so ein Degerät. Metallstange. Ach, damit muss ich ganz... Ja, okay, ich weiß, wofür das Ding ist. Das hatten wir letztes Mal schon gehabt. Dann kann ich eine Treppe öffnen. Beziehungsweise ich kann eine Treppe herunterlassen. Nur dafür war das der Raum hier. Hier ist nichts. Keine Munition, keine Heilung, kein gar nichts. Okay, dann. Ja, ich hab's fast schon geahnt. Diese räudige Drecksvieh, ey. Was? Wo kommt der denn her? So, doch nicht alle. Warum soll ich mit der Munition, die ich hab, auf die Dinger schießen? Das macht alles keinen Sinn. Toll, die Hälfte meiner Lebensenergie schon weg. So. Wir müssen, Es war im 5. Stock, glaube ich. Oder ich muss hoch in den 6. Ich weiß es gerade nicht mehr. Aber ich habe ja auch einen Shortcut geöffnet, von daher ist alles cool. Nee. Dann. Soll ich nochmal speichern? Na, passt schon. Nee, ich muss doch in den 6. Sorry. Ich muss auf die andere Seite, weil ich muss in diesen Raum, der da links war. Dann muss ich halt runter. Also ganz runter. So. Oder war das hier? Nee, ich glaube, dieser Raum ist halt echt wirklich nur jetzt da und dient hier so als Übergang auf die andere Seite. Aber das hilft uns leider nicht. So. Ich glaube aber... Ah, hier war's. Genau. So eine Treppe lassen wir dann jetzt runter und kommen im Prinzip dann auf die andere Seite. Hier. Nice. Die wird nicht im Inventar als Dings markiert. Als unbrauchbar. Das heißt, ich werde sie noch brauchen. Toll. Ich habe das Ding runtergelassen, um was zu tun? Um vor einer verschlossenen Tür zu stehen oder was? Danke für gar nichts. Finde den Geheimgang. Habe ich ihn jetzt quasi gefunden? Hat nichts in meinem Inventar, ne? Und Schlüsseln, gar nicht. Sehe ich damit irgendwas? Ja, das sieht alles gleich aus. Ja, toll, dass ich das. Toll, dass ich jetzt die Treppe runtergelassen habe. Und für was? Sieht da irgendwas? Ich sehe es nicht. Checkern, ist das denn? I don't know. So, ist der Gang hier. Da hinten ist die andere Treppe. Ah ja. Ja, blöd halt. Ich brauche halt einen Schlüssel, um da reinzukommen. Da komme ich gar nicht rein. Ich glaube, hier habe ich schon alles gelootet. Ich weiß gar nicht, ich kann mich jetzt auch nicht dran erinnern, ob ich noch irgendwas gefunden habe, womit ich hier was an der Decke öffnen kann. Aber ich glaube, ich gehe nochmal hoch. Wird aber vorher trotzdem nochmal speichern gehen. Aus Sicherheitsgründen. Nicht, dass ich oben wieder dem Typen begegne.
Ja, vielleicht war ins Zimmer 709 etwas an der Decke, was ich herunterlassen muss. So, erstmal safety safe. Den Schlüssel lege ich erstmal ab. Weil aktuell brauche ich ihn nicht. So, dann nochmal Sicherheitssafe. Aber ich habe jetzt schon ein bisschen noch was eingesammelt, deswegen aus Sicherheitsgründen einfach mal speichern. Tut keinem weh. Boah, ich da halt langsam echt mal den Bolzenschneider. Ich habe gedacht, ich krieg den. Aber Fehlanzeige. Okay, sieht alles soweit ganz gut aus. Hier war ja noch irgendwo ein Safe, ne? Hier. Den würde ich gerne öffnen, aber mir fehlt das vierte Teil. Und hier ist auch zu. So, guck mal nochmal in Zimmer 709. Ich denke mal, die meisten Viecher, die mich angreifen, hier sind tot. Sieht aber nicht danach aus, ne? Die Tür kriege ich halt auch nicht auf. Finde den Geheimraum. Oder den Geheimgang. Ja, aber des Weiteren untersuchen kann ich hier leider nichts. Oh! Aha. Ja, perfekt. Ein Wunder. Doch ein geheimer Raum. In unserer Realität, sag ich mal, blöd. Sieht da so aus. Ah, das ist eigentlich keine Treppe, da stehen nämlich nur Kisten davor. Da haben wir wieder einen Code an der Wand. 6, 9, 5, 6, 8. Ich hätte da noch irgendwo ein Safe gefunden mit einem Zahlenschloss. Aber da waren es glaube ich nur 4 Ziffern. Aber ich schreibe mir diesen Code mal trotzdem auf. Der wird bestimmt noch wichtig sein für irgendwas. 9, 5, 6, 8. Also zwei wichtige Sachen, von denen ich weiß, die ich noch bekommen soll, fehlen mir noch. Einmal das Maschinengewehr und dann halt so eine Art, ja, Bolzenschneider halt. Hier brauchen wir eine weiße Karte. Die habe ich nicht. Das heißt, da reinkommen wir schon mal nicht. Ziel aktualisiert. Geh zur Statuenhalle. Hier ist den brauchen wir immer noch. Das Zimmer ist offen. Hey, Munition. Ah, ist die weiße Karte. Okay. Der Raum ist auch offen. Das? Alkohol. Ah, zum Heilen. Ja. So, des Weiteren haben wir hier nichts in der Ecke. Ich habe leider nichts, was ich mit dem Alkohol kombinieren kann. Die weiße Karte. Den nehme ich auch mal ab, der nimmt zu viel Platz ein. Die auch. Die weiße Karte. Ich frage mich gerade, in welchem Stockwerk wir sind. Ich weiß es nämlich aus dem Kopf nicht. Vielleicht hilft dir ein Code, den ich dabei habe, um diese Tür zu öffnen, hier aus dieser Codeliste. Es ist immer noch die siebte Etage, aber wir sind eine Etage hochgegangen, deswegen glaube ich nicht. 400233. Vier Zahlen? Ist das der Code hier an der Seite? Eh nicht. Lol. Okay. Einfach hätte es mal wenig machen können. Ah!
Haben wir denn Bossfight? Okay, alles klar. Boah, die Musik ist ja super. Und ich hab nicht gespeichert. Ich wusste nicht, was mich hier drin erwartet. Muss ich da runterschießen? Aua. Alter, der hat mich fast getötet. Bosskämpfer sind halt auch absolut kein Highlight irgendwie. Du bist tot. Scheiße, ich hab vergessen zu speichern, ich Volldepp. Ja, ich starte natürlich am letzten Speicherpunkt, weil das Spiel will, dass ich... Ja. Cringe. Okay, aber dann weiß ich zumindest, was mich jetzt erwartet. Das heißt, einen Schritt schlauer bin ich schon mal. Ich werde nochmal hochgehen und dann natürlich dort dann speichern und mal gucken, ob wir diesen Boss schaffen werden. Bis gleich. So, nochmal das Ganze. Dark Souls Musik. Dass ich keine Ahnung habe, finde ich halt echt nicht so geil. Wow. Muss mich in Acht nehmen, sonst bin ich gleich tot. Kann man es auf dem Klavier spielen? Ach, guck mal an, wie nett. Lass sie gerne mal da oben umspringen. Boah. Alter, ich finde diese Dark Souls Musik, die hier läuft, super geil. Das passt halt überhaupt nicht. Eine Schwachstelle oder sowas? Habe ich die Kamera gezückt, ich Depp? Vielleicht am Klavier bleiben hier die bessere Idee. Aber sie macht so ein Smack auf dem Boden, wenn sie aufkommt. Ich glaube, dass dadurch, dass sie eine Erhöhung ist, fädelt das so ein bisschen ab. Ja, komm runter. Jawohl, ja. Okay, hab dich. Hast du noch mehr Munition? Ah, hier. Oh shit. Ja, Munition ist halt echt Mangelware. Alter, was hält die denn aus? Guckst du an, was ich in die reingeballert habe und lebt immer noch. Ist leider nichts mehr. Was mach denn jetzt? Oh, hier. Was zum Heilen gibt's auch noch? Oh, nach aller Zeit ist ein Traum gerade. So viel besser. Okay, ich hoffe, ich kann sie mit der Munition, die ich habe, töten. Das wäre natürlich genial. Ah, fuck. Oh shit, ich bin gleich tot. Ich hab ehrlich gesagt keinen Bock, diesen Bosskampf nochmal machen zu müssen. Jawohl.
Weiß nicht, ob es irgendeine spezielle Schwachstelle hat oder irgendwas. Oder ob es bei dem Bosskampf irgendeine spezielle Logik gibt oder sowas. Was ich schon in die reingepumpt habe. Ich krieg Maschinengewehrmunition, aber ich habe die Knarre nicht. Ich glaube, das war's. Am Ende muss ich mich von dir töten lassen, weil ich krieg diesen Boss nicht kaputt. Au. Nicht gut. Na, da fehlt was. Wie soll da runterspringen? Das sieht immer so lustig aus. Smackdown. Aua. Ja, ein weiterer Klatscher und ich bin halt, Moose. Ah, hier ist halt nichts mehr großartig, glaube ich. Nö. Ja. Nahkampf. Nahkampf geht halt nicht. Ich habe keine Nahkampfwaffe. Oder ich muss rausfinden, wo ich das Maschinengewehr finde, weil dafür habe ich echt so viel Munition. Was mache ich denn jetzt? Das ist halt das Bescheuerte, dass es keine Nahkampfwaffen in diesem Spiel gibt. Das heißt, wenn du keine Munition mehr in Bosskämpfen hast, hast du halt einfach verloren. Du kannst halt nichts machen. Das Spiel fickt dich halt. Jetzt hier im Bosskampf, was soll ich machen? Weiterhin nach Munition gucken, aber das bringt es halt auch nicht. Ich komme ja auch nicht irgendwie raus oder so, natürlich. Bin hier eingeschlossen. Keine Munition mehr. Ja, keine Ahnung. Ich kann die ganze Zeit versuchen, von hier wegzulaufen, aber das bringt jetzt halt auch echt nichts mehr. Ich werde den Kampf neu starten müssen. Oder ich recherchiere mal, wo ich die, wo ich das Maschinengewehr herbekomme. Wäre natürlich dann Spoiler, dass ich dann weiß, wo ich die Waffe kriege, aber ich habe keine Ahnung, was ich sonst machen soll. Ich muss den Boss ja besiegen, ich komme sonst nicht weiter. Okay. Machen wir es so, wir sind ja auch gleich schon am Ende der Folge. Wir beenden jetzt hier an dieser Stelle schon mal diesen Kampf. Ich werde den natürlich das nächste Mal machen. Und dann machen wir an dieser Stelle dann weiter, aber aktuell hat das halt überhaupt keinen Sinn, weil, wie gesagt, ich kann mich ja gegen den Boss nicht wehren. Wenn du keine Munition hast, hast du keine Chance. Muss dich töten lassen. Das ist richtig bescheuert, weil es keine Nahkampfwaffen gibt. Zumindest weiß ich von keiner. Na gut. Das war's erstmal von dieser Episode von Phobia Sun Dimphna Hotel und hoffe ich, sehen wir uns wieder das nächste Mal nach dem Bossfight. Also, bis dann.